Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bothe wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbanken aus der Region, der Swiss Chrono AG in Menznau und Ottos. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, dem aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer-Bothe. Heute zu Gast ist Philipp Walter. Er ist Handballschiedsrichter beim STV Willisau und für den Schweizerischen Handballverband in der Region Innerschweiz zuständig für die Gewinnung von neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Herzlich willkommen. Sie sind seit 20 Jahren Handballschiedsrichter. Läuft eine Partie für Spielerinnen, Trainer oder Fans nicht nach ihrem Geschmack, ist oft als erstes der Schiri schuld. Wieso tun Sie sich das freiwillig an? Wieso tue ich mir das freiwillig an? Ich habe vor 20 Jahren angefangen mit dem, als ein Retourgab für den Verein, den ich damals gespielt habe. Und einfach gesagt, das, was die können, kann ich auch. Aber ich will es ein Spürchen besser machen. Und mit dem, dass man halt dann da wirklich schaut und macht und tut und sich auch engagiert und sich auch Zeit nimmt, um die Spiele zu analysieren, wird man besser. Wie gut ist Ihnen der Rollenwechsel vom Spieler zum Schiedsrichter gelungen? Ich sage jetzt, der ist sehr gut gelungen mit dem, dass ich auch gespielt habe, gewusst habe, was auf dem Feld läuft, gewusst habe, wie das auf dem Feld geschaffen wird. Habe ich mich auch in die ganze Rolle einleben und habe halt auch, wenn ich ein bisschen gebänkelt habe, was es zwischendurch im Handball auch gibt, habe ich mir auch dort Zeit genommen, um halt wirklich bewusst ein bisschen die Sachen anzuschauen, bewusst ein bisschen schauen, wie es der Schiedsrichter das macht und bewusst auch mir können sagen, wie ich das besser machen kann. Was macht Ihnen an dieser Tätigkeit besonders viel Spass oder was gefällt Ihnen am besten? Es ist noch schwer von Gefallen reden. Man macht etwas und zwar darum, weil der Sport Spass macht. Und weil der Sport Spass macht, dann gibt man dem mit solchen Ämtern auch etwas zurück. Und das ist eigentlich auch ein bisschen die Motivation, um so etwas zu machen. Weil es halt einfach ein cooler Sport ist, Handball. Aktuell läuft die Week of the Referee, wo sich zahlreiche Sportverbände, unter anderem eben auch der Handballverband, daran beteiligen. Warum sind solche Aktionen wichtig? Um auch nicht beteiligten Zuschauer die Arbeit von uns Schiedsrichtern näher zu bringen. Und es ist nicht einmal in erster Linie das Dankesagen, das überall eigentlich gemacht wird, sondern wirklich von mir aus gesehen auch wirklich das Näherbringen, dass halt der auf der anderen Seite, der dort hockt und reinrufen tut, vielleicht einmal ein bisschen mehr als nur reinruft, sondern halt auch ein bisschen mehr von dieser ganzen Arbeit sieht. Hat sich der Respekt oder die Wertschätzung gegenüber den Unparteiischen in den letzten Jahren verändert? Teils. Ich sage, man sieht ziemlich gut, auch, welche Schiedsrichter das arbeiten. Und die werden geschätzt und die werden auch quer in der Halle geschätzt. Da hört man nicht viel, wenn ein Schiedsrichter halt wirklich auf der Höhe ist vom ganzen Spiel. Wenn es halt Schiedsrichter sind, die halt nicht ganz so viel arbeiten tun für das Ganze, dann gibt es halt einmal Rufe rein. Aber das ist eine andere Geschichte und das sind die, die das betrifft, die selber sich arbeiten können. Alle Sportverbände klagen über Schiedsrichtermangel. Es gibt nicht mehr viele junge Leute, die sich für die Tätigkeit begeistern. Warum? Es ist halt nicht der 0815-Job beim Spiel. Wenn ein Kreis ein wunderschönes Goal macht, dann klatschen alle, haben alle Freude. Wenn ein Schiedsrichter mal einen wunderschönen Vorteil laufen lässt, dann ist es halt so. Und das ist halt schon nicht ganz das Gleiche. Auf der anderen Seite, was man auch sagen muss, gerade der Handballverband, wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal seit sehr langer Zeit gehabt, dass wir weniger Schiedsrichter hatten, die aufgehört haben, als die neu angefangen haben. Was aber die ganze Problematik sicher nicht mindern tut, weil es ist halt auch ein strukturelles Problem, bis einer, der jetzt frisch anfängt, irgendwann so weit ist wie Brunner Sala, wo EM, WM, Olympia waren, geht es halt 8 bis 10 Jahre, ohne dass man mit umschauen tut. Mhm.
Sie sind für den Schweizerischen Handballverband in der Region Innerschweiz auch für die Rekrutierung von neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zuständig. Wie gelingt es Ihnen, Leute für diese Tätigkeit zu begeistern und zu motivieren? Grundsätzlich ist es eigentlich die ganze Sache, dass die Vereine von der Innerschweiz an mich treten, mit solchen, die sie schon so ein bisschen rekrutiert haben. Und ich werde mit ihnen ein Gespräch führen, wo man eigentlich so ein bisschen aufzeigen tut, was das der ganze Job Schiedsrichter alles beinhaltet. Wo halt eben nicht nur man ist auf dem Feld stehen und pfeifen, sondern halt auch vorher und nachher sich Zeit nehmen und sich vorbereiten und nachbereiten von den Spielen. Mhm. Sie sind in Ihrer Funktion auch für die Leistungsbeurteilung von jungen Schiris verantwortlich. Dürfen Sie da unter dem Gesichtspunkt des stetigen Mangels überhaupt noch genug Kritik üben? Oder besteht die Gefahr, dass Sie die jungen Aspiranten so vergraulen? Ganz klar darf man da Kritik üben an jungen Aspiranten. Die Frage ist, wie man es macht. Und dort ist halt auch mit den neuen Lernmethoden und alles zusammen, wo man halt wirklich das Gute aushebt und das, was weniger gut ist, halt mit den anspricht. Und nicht sagt, dass es schlecht gemacht, sondern warum hast du das so gemacht, dass das so rausgekommen ist? Wo man es so eigentlich versucht abzuholen und dann eigentlich mit dem Motivation versucht, weiter zu behalten bei denen. Was macht eine gute Schiedsrichterin oder einen guten Schiedsrichter aus? Was für Eigenschaften braucht man da? Ehrlich, gerecht. Das ist so das, wo man ganz sicher muss sein. Eine ungerechte Sache funktioniert nicht, da ist man nicht lange auf der Platte. Kann Ihrer Meinung nach jeder und jede Schiri werden? Ja. Es ist ein bisschen das, wie gibt man sich rein? Was macht man, wie viel versteht man vom Sport? Wenn jetzt jemand kommt, der null Ahnung vom Handball hat, dann wird es schwierig. Aber auch das ist machbar. Jemand, der in einer anderen Sportart Schiedsrichter war und Handball-Schiedsrichter werden wollte, oder auch umgekehrt, das ist grundsätzlich nicht so eine Sache. Weil Schiedsrichter, egal ob Fußball, Eishockey, es geht eigentlich überall ein bisschen ums Verkaufen von den Entscheiden. Was separat ist oder was dann wieder anders ist, sind die verschiedenen Regelauslegungen, die verschiedenen Sportarten. Und das ist meistens dann gleich wieder spannend oder das Interessante oder eben halt Schwierige am Ganzen. Mhm. Zum Schluss noch, was für Tipps geben Sie jungen Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter mit auf den Weg? Also ich arbeite, nicht zufrieden sein mit dem, was man macht und gleich stolz sein auf das, was man macht. Mhm. Gut, das war es mit dem aktuellen WB-Gespräch. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und es würde mich freuen, wenn Sie auch im nächsten Monat wieder mit dabei wären. Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bothe wurde Ihnen präsentiert worden von der Raiffeisenbanken aus der Region, der Swiss Chrono AG in Menznau und Ottos.